Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir sind immer noch unterwegs, um unseren neuen Gefährten zu holen. Und wir müssen hier rüber. Der Weg ist ungefähr dasselbe, den wir das letzte Mal hatten. War das jetzt hier lang? Yep, das war's. Ich hoffe, unsere Schiffe stehen noch da. Ja, da haben wir die Schiffe. Und ich glaube, den kleinen Kampf geben wir uns noch. Schaden tut es nichts und dann sind sie weg. Und wie immer schieße ich in die Luft. Aber was soll's. Kennen wir ja schon. So, jetzt haben wir nämlich Ruhe. Und jetzt können wir in... Ich glaube, das war's. Ha, jetzt können wir fahren. So, jetzt wo müssen wir jetzt genau... Wie müssen wir jetzt hier fahren? Das ist ganz schön versumpft. Oh, okay. Sind die gefährlich? Was sind das? Scheint, Squirt. Die sind, glaube ich, gefährlich, oder? Die stehen gar nicht auf meiner Liste drauf. Moment. So. Scheint links, Seehorst ist es ja, glaube ich, nicht. Hydra... Ne, die stehen gar nicht in meiner Liste drauf. Ich habe keine Ahnung, ob die gefährlich sind. Ach, da kommen wir gar nicht durch. So treffen wir den ja gar nicht. Okay, da kommen wir nicht mehr. Ah, doch. Ja, und das war's eigentlich. Ach nö. Nixi, die sind definitiv gefährlich. Ah, und da wollen wir für... Ah, wir haben nur noch... Mist. Wir haben keine Fernkampfwaffe mehr. Das sollten wir vielleicht für ihn noch eine besorgen. Ja, das ist ein bisschen blöd gerade. Ha, jetzt haben wir den auch mal getroffen. Sehr gut. Der ist auch weg. Gut. So, jetzt geht's hier weiter. Ah, ich glaube, ich weiß, wo wir jetzt sind.
Das heißt, da müssten wir jetzt gleich so eine Bucht kommen. Genau. Und ich glaube, da können wir... Exit? Genau. So geht das. Sehr schön. Jetzt müssen wir ein bisschen nach Süden gehen. Aber am besten nicht durchs Wasser. Ich meine, wir hätten auch das ganze Ding noch so machen können, dass wir noch weiter mit dem Boot gefahren wären. Aber egal. Geht auch so. Okay, ist ja schön. Wir wollen nichts feiern. Feuern. Dann sind wir hier. Jetzt müssten wir eigentlich relativ bald da sein. Und da sind wir auch schon. In dieser wunderschönen Stadt namens Mundglau. Die Stadt der Zauberer. Und auch die Stadt der Ehrlichkeit, Honesty. So, wen haben wir denn da? Ein großer Magier namens Calabrini. Dessen Job ist es, suchen wir ein Inn oder Heiling? Ja, ich denke schon. Which Inn? We have an excellent... Wir haben eine exzellente Taverne. Okay. Rune, Mantra. Okay, viel. Reden kann er nicht. Wen haben wir da? Ein Chester. Das ist der Dagger. Ja, natürlich. Okay, hier haben wir noch einen Zauberer. Einen jungen Zauberer. Das ist Mariah. Die Adventure sucht. Adventure. Sie hofft, dass sie auf eine großartige, große Quest gehen kann. Sind wir auf einer Quest? Ja. Sie wünschte, sie könnte uns joinen. Ja, warum denn nicht? Sie ist geehrt, dass sie uns beitreten kann. So, jetzt haben wir unser neues Mitglied. Jetzt sind wir eine 6-Gruppen-Party und Mariah ist eine Magierin. So, da geht's rein. Ja, da haben wir anscheinend noch einen Bettler. Dahanor. Sein Job ist, in der Sonne herumzuwandern. Okay. Ich hätte ihm ja Geld gegeben, aber wenn er nicht will. Magical Herbs. Da wollen wir uns doch gleich noch ein paar kaufen. Weil in Mundglau gibt es nämlich auch sehr schöne, billige Sachen. Wie, ja, brauchen wir. Wie Spider Silk. Das ist nämlich hier relativ billig mit 3. How many? 10 Stück. Das sind dann auch 30 Gold. Das heißt, wir geben 35. So, das ist nämlich ja billig. Ja. Was ist immer noch so billig in Mundglau? Das ist relativ teuer. Das ist teuer hier. Hm.
Ash ist auch noch relativ billig. Sagen wir auch nochmal 10 Stück. So. Wen haben wir hier? Nochmal ein Magier. Browning. Haben ja... A Honest Soul Need Remember No Lies. Hast You Never Lies? Haben wir ja nie gelogen. Okay. Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, hast du nie gelogen? Nein. Andererseits eigentlich was falsch rum. Naja, egal. Wen haben wir hier? Da haben wir Shakespeare. Der ehrliche, große Geschichten erzählt. Ja. Corruption. Okay. Ah, Moment. Vielleicht kann der uns mit Mantra und dem Schrein noch mithelfen. Oder da Rune. Nee, schade. Da unten geht's raus. Das wollen wir natürlich nicht. Oh, wen haben wir da? Tyron, den hatten wir auch noch nicht. Er sucht den blauen Stein. Der Stein von Haunesty ist gefunden im Dungeon von Deceit. Deceit. Und er ist blau. Das ist auch schon mal sehr gut zu erfahren. Und ja, wir suchen ihn auch. Was hat er noch irgendwas? Nee, nicht wirklich. Eno? Ja, er erzählt uns, dass eine große Quest uns in den Abyss führen wird, wo auch der Codex wartet. Fragen wir mal über den Abyss. Kann er nichts sagen. Codex? Kann er uns aber auch nichts sagen. Schade. Naja, egal. Wen haben wir da oben noch rumliegen? Schatzum! Den Miguel haben wir noch nicht getroffen. Er lebt in Lyceum. Da wollen wir natürlich auch noch hingehen. Okay. Mantra? Wenn ich auch richtig mal schreiben könnte... Das ist manchmal gar nicht mal so schwierig. Was ist denn jetzt gerade mit mir los? Okay, dann gehen wir mal zum Heiler. Brauchen wir Hilfe? Nein. Wollen wir Blut spenden? Ja. Gut. Das kommt immer gut. Da haben wir auch nochmal einen. Ein Shabbat. Das ist Patrick. Also heute, heute vertippe ich mich ständig. Aber viel zu berichten hatte der auch nicht. Sage Daily. Wollen wir ein paar Rationen? Die sind zwar nicht ganz so billig wie in Scarabre, aber fast so billig. Wir wollen. How many packs for 25 would you like? Da wir relativ wenig haben, sagen wir mal 5 Stück. Ja, dann nehmen wir noch mehr. Sagen wir nochmal 10 Stück. Beziehungsweise
Eigentlich haben wir genug Geld. Sagen wir nochmal 10 Stück. Ah, sagen wir gleich 20 Stück. So, damit haben wir nämlich jetzt genug Essensrationen. Das Geld ist zwar ein bisschen runtergegangen, aber immerhin. Essen haben wir genug und das ist wichtig. Oh, ein Kind, das ein Sandwich isst. Das ist William. Der keinen Job hat, aber das war auch klar. Peanut Butter and Crab Jelly. Auf ein leicht getoastetes Brot. Oh, warum nicht? Yummy! Okay, viel zu berichten hat aber auch nicht. So, was ist mit dir? Mit dir haben wir auch noch nicht geredet, glaube ich. Cosima. Ein Alchemist. Nein. Das Geheimnis ist in den Reagenzien. Okay. Aber mit der Rune? Oder mit dem Mantra konnte bisher noch keiner helfen. Da geht's wieder raus, da wollen wir jetzt nicht hin. Okay, was haben wir hier? Hier haben wir's in. Crowell. Er spiegelt von den Tugenden der von Honesty. Ja, natürlich. Ja, wir brauchen das Mantra. Das Mantra von den Schreien auf Honesty ist Am. Sehr schön, damit haben wir auch das Mantra. Aber die Rune fehlt immer noch. Kann er noch was über das Schreien sagen? Rune? Okay, mehr kann er uns auch nicht sagen. Weil die Rune fehlt uns immer noch. Und irgendwo muss die ja sein. Evil? Dass du siehst, der Conquertine, ja. Okay. Aber viel helfen kann die uns auch nicht. Nee, brauchen wir nicht. Aber der hat nichts viel anderes zu reden. Naja, gut, dann gehen wir mal rein. Reden wir mal mit den Jungen hier. A playful child. Christian. Er ist unser Freund. Ja, warum nicht? Okay. Da oben haben wir noch einen, mit dem wir reden können. Das ist wahrscheinlich eine Wache. Oh, ein Starving, ein verhungernder Journalist. Okay. Tracy. Oh, sie ist eine Journalist, eine Schreiberin. So. Aber was die jetzt in der Schatzkammer macht, ist auch eine gute Frage. Und wo die Rune legt, das wissen wir auch noch nicht. Und wir haben eigentlich jetzt mit allen geredet, glaube ich, oder? Da ist auch keiner mehr. Da muss ich mal nachschauen, ob wir da noch was finden. Weil ansonsten haben wir alles... Okay, wo der Schrein ist, das haben wir auch noch nicht erfahren. Aber das sollte eigentlich kein Problem sein. Kann der uns vielleicht helfen? Wenn wir ihm Geld geben? Erzählt uns aber auch nicht wirklich was. Naja, gut.
Dann werden wir doch das nächste Mal schauen, ob wir da noch irgendetwas finden. Dann sage ich mal, danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss!